Ein Gericht in Hongkong hat angeordnet, dass der chinesische Immobilienriese Evergrande liquidiert werden muss. Richterin Linda Chan erklärte, das Unternehmen müsse seine Geschäfte abwickeln, weil es keine Fortschritte bei der Vorlage eines tragfähigen Umstrukturierungsvorschlags gäbe. Evergrande sollte Millionen Wohnungen für Chinas neue Mittelschicht bauen. Doch viele davon bleiben wohl für immer im Rohbau. Hier stehen sie, Bauruinen des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande. Nach dem spektakulären Zusammenbruch des Unternehmens muss die Firma auf Weisung eines Gerichts in Hongkong abgewickelt werden. Für Millionen von Menschen ist der Traum von einer eigenen Wohnung zerplatzt. Denn auf diesen Baustellen läuft nichts mehr. Im Gegenteil, der jahrelange Stillstand dauert an. Alles begann hier in Shenzhen, einer Sonderwirtschaftszone, in der die Kommunistische Partei Chinas mit dem Kapitalismus experimentierte. Hier wurde Evergrande 1996 gegründet, zu einer Zeit der großen Urbanisierung Chinas, als Millionen Menschen in die Städte strömten. Dies führte zu einem Immobilienboom, wie ihn die Welt bis dahin noch nicht gesehen hatte. Evergrande baute schnell große Wohnkomplexe, aber nicht schnell genug. Um die Nachfrage zu befriedigen, kassierte das Unternehmen Anzahlungen für geplante Wohnungen. Ein großer Teil dieses Geldes wurde für weitere Grundstücke ausgegeben. Oder es ging an Banken, die hohe Gebühren für neue Kredite verlangten. Und für Managergehälter, die den Gründer von Evergrande, Hui Kaiyan, zu einem der reichsten Menschen der Welt machten. Bald darauf war das Geld weg, Geld für Immobilien, die nie gebaut wurden. Mitten in einer Liquiditätskrise war Evergrande zahlungsunfähig, konnte Rechnungen von Bauarbeitern, Handwerkern und Immobilienmaklern nicht mehr bezahlen. Die Schulden des Unternehmens stiegen auf rund 130 Milliarden Euro. Bauarbeiten wurden gestoppt und werden möglicherweise nie vollendet. Insider schätzen, dass in diesen Immobilien bis zu 1,4 Milliarden Menschen hätten wohnen können. Ja, und Lars Halter aus unserer DW Wirtschaftsredaktion ist jetzt bei uns. Lars, Evergrande soll liquidiert werden. Was heißt das für die Gläubiger und wer sind die überhaupt? Also zunächst sind es natürlich die großen Gläubiger, die Banken. Da gehört zum Beispiel Chinas größte Privatbank dazu. Die haben tatsächlich Milliarden da drin stecken. Aber es sind auch Banken und Investmentfonds aus dem Westen. Also HSBC zum Beispiel ist einer der großen Gläubiger von Evergrande, aber auch BlackRock. Und dann hat man natürlich auf der anderen Seite die kleineren Gläubiger, und das sind einfach Leute, die Apartments gekauft haben, angezahlt haben, auch zum Teil schon mit nennenswerten Beträgen, und die jetzt erstmal leer ausgehen. Und leer ausgehen tatsächlich, weil was passiert mit denen? Viel werden sie nicht zurückkriegen. Es gab gerade vor wenigen Wochen eine Studie von Deloitte, und die haben gesagt, die Quote, die Gläubiger mit großer Wahrscheinlichkeit zurückholen können, sind zwischen 3 und 3,5%. Also da bleibt nicht viel übrig. Das Gericht in Hongkong hat jetzt gesagt, jetzt ist Schluss, Evergrande soll zerschlagen werden. Aber ist das jetzt wirklich schon beschlossene Sache? Ja, beschlossene Sache ist es schon vom Gericht her auf jeden Fall. Aber es ist völlig unklar, ob Peking das auch so anerkennt, weil die ganzen Vermögenswerte, die befinden sich auf der chinesischen Festlandseite. Und wir haben es nun mal mit einem Urteil aus Hongkong zu tun. Und das Gericht hat dann auch noch eine Firma aus New York beauftragt, das Ganze mal zu liquidieren. Das sind Alvarez und Marcel. Und das ist jetzt die ganz große Frage, ob man denen Zugriff auf alle Vermögenswerte und auch auf die ganzen Tabellen und Datensätze gibt. Das war nämlich in der Vergangenheit nicht immer so. Evergrande ist ein Riesenkonzern, zweitgrößter Immobilienkonzern in China. Was heißt das jetzt, wenn da Schluss ist? Was bedeutet das für Chinas Wirtschaft? Das hätte ganz massive Folgen, weil natürlich der Immobiliensektor, der Bausektor und alles, was da auch noch an Zulieferungen dran hängt, die Materialien, das ist einer der großen Motoren auch gewesen für die Wirtschaft in China, auch für das Wirtschaftswachstum. Und wir hatten in den letzten Jahren eigentlich über längere Zeit das zweistellige Wachstumsraten in China. Und die sind jetzt eingebrochen. Und das kam zum Beispiel mit Covid, aber jetzt hat es sich halt auch nicht mehr erholt. Das Wachstum jetzt im letzten Jahr 5,3%. Das wäre jetzt für westliche industrialisierte Länder immer noch massives Wachstum. Aber für China in der wirtschaftlichen Situation dort sind das halt sehr schwache Zahlen. Und wenn jetzt dieser Sektor Immobilien komplett
wegbricht. Und Evergrande ist natürlich da wirklich so ein Elefant in diesem Sektor. Dann dürfte das auch nochmal die gesamte Wirtschaft einfach belasten. 270 Milliarden Euro wird von Experten geschätzt, stehen im Feuer an Schulden. Viele Gläubiger sitzen im Ausland, du hast das schon gesagt. Was bedeutet so eine Pleite für die Weltwirtschaft? Hat das Auswirkungen? Das hat auf jeden Fall Auswirkungen, vor allem je nachdem, was sich jetzt abspielt. Das ist jetzt ganz wichtig für Peking. Ich habe es gerade gesagt, es ist unklar, ob Peking jetzt gerade einer westlichen Firma hier den Zugang verschafft, den sie ja brauchen, um die ganze Sache abzuwickeln. Aber westliche Investoren werden jetzt natürlich genau hinschauen, werden Gläubigerrechte, wie wir sie im Westen auch kennen, ernst genommen, werden die auch von der Regierung respektiert. Und wenn das nicht der Fall ist, dann würde das natürlich auch auf lange Sicht Vertrauen zerstören und würde natürlich heißen, dass westliche Investoren nicht mehr die Summen in China investieren, wie sie es in der Vergangenheit getan haben. Und das ist ja ein Trend, den sich gerade im Moment China überhaupt nicht leisten kann. Wir sehen im Moment schon ein massives, wir nennen es auf Englisch oft De-Risking, also dass man Risiko aus China rausnimmt. Die westlichen Länder versuchen unabhängiger zu werden von China, verlagern auch Investments von dort nach etwa Indien oder nach Japan oder in andere Staaten. Vietnam hat sehr viel abgekriegt. Und da steht ja China so gesehen sowieso unter Druck. Und je nachdem, wie Peking jetzt mit dieser Situation umgeht, kann sich das natürlich massiv verschärfen. Wenn es um so viele Milliarden geht, Leute ihr Geld sehen wollen, unfassbar viele Bauruinen in der Landschaft rumsteht, dann fragen sich natürlich alle, wer hat Schuld an der Misere? Ja, da kommt natürlich einiges zusammen. Man hat einfach zu viel Wollen. Wir haben seit 30, 40 Jahren eine massive Urbanisierung gesehen in China. Millionen von Chinesen sind aus den ländlichen Gegenden in die Städte gezogen. Und auch in China hat man eine Eigentümergesellschaft, auch auf dem Land. Die Leute sind da selten zur Miete, sondern jeder hat sein Haus. Und da gab es den festen Glauben natürlich, mit Immobilien machst du nichts falsch als Anlage. Aber wenn dann natürlich eine Blase entsteht und man hat hier so viel gebaut im Rahmen dieser Urbanisierung, hat auch natürlich falsch geplant und Gelder, die man gerade eingenommen hat für verkaufte Apartments, gleich wieder weiter investiert. Das könnte man schon als Schneeballsystem bezeichnen. Da konnte das einfach lange nicht gut gehen. Da wurde mit Sicherheit einfach von den regulierenden Behörden nicht genau hingeschaut. Missmanagement spielt auch eine Rolle, aber einfach das, was wir auch im Westen oft gesehen haben, das ist ja kein komplett unbekanntes Phänomen, dass man einfach zu schnell zu viel investiert hat und eine Blase sich aufgebaut hat. Wird denn nach der Insolvenz, du hast gesagt, vom Geld wird man vielleicht nicht mehr viel sehen, aber wird vom Konzern Evergrande nach einer Insolvenz, nach der Liquidierung irgendetwas übrig bleiben? Das ist ganz schwer zu sagen. Evergrande sagt, dass sie jetzt zunächst mal weitermachen werden. Sie werden sagen auch, sie werden die angefangenen Apartment-Gebäude jetzt erstmal fertigstellen und verkaufen. Aber es ist natürlich viel zu früh, gerade weil wir auch gar nicht wissen, welche Zugänge die westlichen Liquidatoren kriegen, was mit den anderen Gläubigern passiert. Also was da speziell nachher noch Evergrande heißt, das kann man jetzt wirklich noch nicht sagen. Was man sagen kann, ist, dass es auf jeden Fall auch schwer sein wird, Käufer zu finden überhaupt, weil andere Immobilienriesen in China sind ja auch pleite oder zumindest nahe der Pleite. Also insofern wird das sowieso eine Mammutaufgabe. Die wirtschaftliche Krise in China dürfte sich durch die Liquidierung von Evergrande verschärfen. Das ist die wirtschaftliche Seite. Auf der anderen Seite geht es ja auch um Millionen Menschen, die einen Traum hatten von einer Wohnung, von einer eigenen Wohnung, der sich jetzt zerschlagen hat. Wer kümmert sich jetzt um diese Leute? Was passiert mit denen? Auch das ist natürlich die Frage, weil, wie gesagt, Evergrande sagt, wir bauen weiter. Und da wird mit Sicherheit auch noch einiges kommen. Aber natürlich nicht in dem Maße, in dem das nötig wäre. Also viele werden jetzt erstmal schauen, was sie noch überhaupt retten können an Anzahlungen, an Geld, das sie da vielleicht selbst schon investiert haben. Und wie viel fertiggestellt werden kann an diesen großen Gebäuden, die wir auch überall gesehen haben. Das sind ja massive Anlagen, 65 bis 80 Millionen Wohnungen heißt es. Da muss man wirklich einfach mal auf Zahlen warten. Vieles wird auch abgerissen werden. Es ist viel gebaut worden, ohne dass es die notwendigen Genehmigungen gab. Also da ist jetzt erstmal noch sehr viel Arbeit zu tun, bevor wir wissen wirklich, was da im Einzelnen aus den Menschen wird und aus dem Geld. Lars Halter aus der DW Wirtschaftsredaktion. Vielen Dank. Gerne.